Ey Leute, ich habe hier insgesamt 19 Booster-Packungen am Start, die ich sehr gerne mit euch gemeinsam öffnen möchte. Wir haben zweimal schimmernde Legenden, einmal schwarz und weiß königliche Siege, eine weitere schwarz und weiß Booster-Packung und zwar Plasmasturm. Da geht es auch gleich weiter mit der Serie Sonne und Mond, Grau und der Lichtfinsternis, Ultra Prisma, die allererste Auflage der Serie Sonne und Mond. Dann geht es auch gleich weiter mit der Serie X und Y, Fliegende Fäuste, Phantomkräfte, Dampfkessel, Evolution, Hammer. Dann haben wir dreimal Schicksalsschmiede und XY, nice. Okay, mit welcher Packung fangen wir wohl an? Ah, ich würde mal sagen, wir fangen gleich von hier aus an, oder? Machen wir so. Alles Gleiche, ich bin schon ziemlich gespannt. Mann, Leute, ich freue mich so sehr darauf. Das letzte Mal habe ich, glaube ich, vor 3 Monaten oder 2 Monaten, ja, die letzten Booster-Packungen im Online-Modus geöffnet. Also bevor ich irgendwie im Privaten die Booster-Packungen öffne, sammle ich sie und mache dann dazu ein Video, damit ihr halt, ja, Spaß haben könnt und vielleicht interessiert ihr euch ja für sowas. Oh, die Reverse-Karte ist gleich mal Shadow. Und sie ist auch eine Sternkarte. Solche Reverse-Karten mache ich sehr gerne. Shaman. Ja, okay, gut. Immerhin eine Holo-Karte. Die letzte Karte ist ja meistens immer eine Rare-Karte. Öffne noch eins. Machen wir. Was haben wir hier so Schönes? Okay, die Reverse-Karte ist diesmal eine Trainerkarte. Tausch. Und die letzte Karte ist... Yo, Hammer. Hammer. Das ist geil. Das ist geil. Schimmerndes Mew. Oh, diese Karte ist sehr, sehr beliebt. Diese Karte ist sehr, sehr beliebt. Und ihr habt eben gerade oben links das Wort neu gelesen. Das bedeutet auch wiederum für mich, dass ich diese Karte zum ersten Mal hier in meiner Sammlung habe. Oh, ist das geil, ey. Eine schöne, shiny Holo Mew Karte. Geil. Oh, richtig geil. Ja, jetzt wird es ein bisschen heller gerade. Uiuiui. Geil, Leute. Das hat sich gelohnt. Das hat sich gelohnt. So, machen wir mal gleich weiter mit dieser Packung. Ich freue mich ehrlich gesagt sehr auf die Serie Schwarz und Weiß, weil aus diesen Booster-Packungen bzw. aus dieser Serie habe ich jetzt nicht so viele Karten. Victini! Jo, guck mal Leute, überall, fast überall neu. Also ich habe nicht gelogen. Jo, Hammer! Hör doch auf! Hör doch auf! Die Reverse-Karte ist Victini und sie ist auch eine Sternkarte. Das ist der Kracher. Hammer, Hammer. Tarnpignon, okay. Was haben wir hier? Oh, okay. Depritz. Ja, ist okay. Ist okay. Auch eine Sternkarte. Nehmen wir gerne an, wa? Okay, dann geht's auch gleich weiter. Schwarz und Weiß, Plasmasturm. Ups, sorry, ich bin gegen das Mikrofon gekommen. Tut mir leid für das Nebengeräusch. Okay, öffnen wir mal die Packung. Oh, was ist das denn? Okay, Famicula. Die Karte sieht ja richtig Hammer aus. Und dabei ist das noch nicht mal eine Rare-Karte. Heftig. Okay, was haben wir hier? Wow, Leute, Leute, Mann. Richtig geile Karten. Das ist eine Reverse-Karte. Und auch gleich eine Sternkarte. Ist so geil, ey. Bin so ein Fan von sowas. Oh. Matrifol. Sieht schön aus. Der Hintergrund, ne? Doch, doch, sieht gut aus. Okay, gut. Ja, diese Boosterpackungen, wenn wir sie jetzt öffnen, können wir die erhaltenen Karten nicht vertauschen. Deswegen ist hier auch eine Sperre dargestellt. Hier kann man auf den Buchstaben I einmal raufdrücken. Information zum Artikel. Plötzlich und unerwartet. Okay, ah, okay, alles klar. Gut, Leute. Dann machen wir weiter. Mal schauen, was für Karten wir erhalten werden. Öffne dein neues Booster Pack. Eieieiei, was haben wir hier? Was haben wir hier? Aha, Pommel ist die Reverse-Karte. Oh, 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 Pyroleo in der Holo-Form. Und wir haben sie gerade neu in die Sammlung zubekommen.
Diese Karte kann ich aber nicht tauschen, ist nicht so schlimm. Ehrlich gesagt, habe ich ja jetzt zum ersten Mal, beziehungsweise zum ersten Mal habe ich diese Karte jetzt in der Sammlung, daher würde ich das erstmal behalten, die Karte. Okay, wir sind ready. So, jetzt geht's weiter mit Ultra Prisma. Öffne dein neues Booster Pack. So geil, Leute. So geil. Wenn ihr möchtet, dass ich auch einige Kämpfe aufnehme und sie dann hier auf dem Kanal hochlade, gebt mir Bescheid. Weil von meiner Seite aus besteht auf jeden Fall Interesse und ich möchte sowas auch ehrlich gesagt machen. Knackrak! Nee, keine Holo, ne? Nee. Aber dennoch. Knackrak ist cool. 150 Kraftpunkte. Jo, 100 plus. Wenn du Cynthia während dieses Zuges aus deiner Hand gespielt hast, fügt diese Attacke 100 Schadenspunkte mehr zu. Übertreib. Hammer. Hammer, richtig geil. Immer schön durchlesen, Leute. Immer schön durchlesen. Komm, jetzt eine GX-Karte. Komm, jetzt eine GX-Karte. Seit der Serie Sonne und Mond gibt es ja die GX-Karten. Komm schon. Oh, Alola Slimer ist die Reverse-Karte. Und. Oh, Ekro. Nee, keine Holo-Karte. Ist okay, ich habe sie jetzt zum zweiten Mal, schadet nicht. Schaut mal, Dark Lariat, 100. Wirft zwei Münzen, diese Attacke fügt 100 Schadenspunkte pro Kopf zu. Ey, Hammer. Also mit dieser Attacke kann man sehr gerne Pokémon bekämpfen, die halt in der GX-Karte, als GX-Karte vorkommen. So, fliegende Fäuste. Öffnen, weil wir es möchten. Okay. Boah, wie sieht der Mashok aus? Heftig. Schaut mal, Leute. Sieht irgendwie geil aus. Aber auch irgendwie komisch. Nein, schon das Gesicht. So wie Kindborn. Albit. Aha, Pet Sneef. Sneef. Conny, okay. Was ist das hier? Trainingscenter. Jedes Phase 1 und Phase 2 Pokémon im Spiel, deine und die deines Gegners, erhält plus 30 Kraftpunkte. Oh, nett. Okay. Jo, sehr, sehr schön. Leute, ich mag Reverse-Karten sehr. Besonders, wenn sie noch einen Stern haben. Oder besser gesagt, wenn sie halt rare sind, ne? Das ist so geil. Ey, die Voltag. Holo, ja, Holo-Karte. Genial, wow. Ne, das ist auch eine Holo-Karte. Ich schau mal nochmal genauer hin. Weiß nicht, ich glaube schon, dass das eine Holo-Karte ist. Weil das hier an der Ecke so aussieht, als würde es leuchten. Vielleicht bilde ich mir das auch ein. Vielleicht ist es einfach nur der Wunsch, den ich habe, dass es eine Holo-Karte ist. Okay, wie viele Booster-Packungen haben wir denn noch? 1, 2, 5, 10, 11. Oh, ist ja nice. Eben gerade habe ich noch eine Booster-Packung von dem Spiel geschenkt bekommen. Oder was heißt geschenkt bekommen? Jeden Tag gibt es ja Extras. An einem Tag bekommst du Münzen, am nächsten Tag etwas mehr und am fünften Tag gibt es, so wie ich weiß, immer eine Booster-Packung. Und die habe ich gerade erhalten. Grauen der Lichtfinsternis war das, richtig. Oh, Leute. Oh, jede Karte ist neu. Flauschlink. Lichtel. Iguana. Kramox. Pfiffchen. Boah, geiler Hintergrund. Ibitak. Girafarik. Ach, dieses Pokémon ist so ein Monster, ey. Lucian. Ein Top-4-Mitglied in der vierten Generation. Setzt dieses Pokémon ein. Voltensos, Geistesbund. Dein Zug endet nicht, wenn das Pokémon, an das diese Karte angelegt ist, zu Mega Voltenso Expert. Okay. Ja, das ist die Reverse-Karte, Viscora. Und die letzte Karte ist... Alter, was ist das denn? Yo, das ist eine Rainbow-Karte. Ne? Hammer. Oder ist das eher eine Vollart? Ne, ich glaube, das ist eine Vollart. Bei Rainbow, da würde auf jeden Fall der Rand, ja, in Regenbogenfarben sein. Ist schon auch, ich glaube das letzte Mal, wie bereits erwähnt, das letzte Mal, als ich die Boosterpackungen geöffnet hatte, waren vor 2-3 Monaten und die echten Karten hatte ich auch da
geöffnet. Daher kann das sein, dass ich das gerade ein bisschen durcheinander bringe. Aber ich glaube, das ist eher eine Vollart. Secret Rare ist das nicht, weil das die 115. Karte von der 119. Karte ist. Aber Leute, schaut mal hin. Das ist eine EX-Karte. Nee, ich glaube, das ist eine Vollart. Doch, doch. Aber ihr könnt mich sehr gerne verbessern. Weil wenn ihr mich verbessert, dann verbessert ihr auch gleichzeitig die anderen. Falls der eine zum Beispiel diese Szene erreicht hat und sich denkt, oh, Kanscha, danke. Aber in Wirklichkeit ist es falsch. Und ich schreibe dann in die Kommentare rein, nee, so ist das richtig. Dann profitiert auch die andere Person davon. So, Dampfkessel. Ja, diese Serie mag ich sehr gerne. Aber meine Lieblingsserie ist Evolution aus der XY-Serie. Lichtel und Laternecto, passt doch. Yo. Char Drago. Ja, der Hintergrund sieht ziemlich nice aus. Ich muss gerade ein wenig an Kaido vom One Piece denken. Er ist jetzt auch als Drache aufgetaucht. Okay. Ich glaube, diese drei Boosterpackungen werde ich als letztes öffnen. Das ist meine Lieblingsserie, Leute. Und ihr kennt das ja, wenn man etwas mag, dann will man das genießen und bewahrt man auch meistens bis zum Ende auf, wie beim Essen. Utena. Ja, sieht schön aus. Schweiboss. Ja, passt doch. Schwalbini. Und Schweiboss. Passt gut. Keine Holo-Karte, ist aber nicht so schlimm. So, jetzt geht's ab hier. Schicksalsschmiede. Jetzt bin ich gespannt. Was ist das denn? Kabutos Domfossil, okay. Oh. Gefällt es. Ist die Reverse-Karte und diese Karte ist auch eine Rare-Karte. Oh, Lavados. Ja, also sieht schon nett aus, weil das so anders ist. Wisst ihr, was ich meine? So eher comichaft. 120 Kraftpunkte. Fliegende Fackel. Du kannst mit diesem Angriff 40 weitere Schadenspunkte zufügen. Wenn du das machst, fügt dieses Pokémon sich selbst 20 Schadenspunkte zu. Okay. Öffne noch eins. Ja, nach dieser Packung haben wir noch drei weitere Packungen aus der Serie. XY Schicksalsschmiede. Resladero. Oh, Rückwärtssalto wie Super Mario und Super Mario 64 oder what? Oh, eine Trainerkarte. Altarius Geistesbund. Yo, was haben wir denn hier? Hammer. Oh, das ist eine Secret Rare. Leute, hier. Von dieser Serie gibt es 124 Karten. Also aus der Kartenreihe Schicksalsschmiede 124. Und dies ist die 125. Das bedeutet, das ist eine Secret Rare. Oh, diese Karte ist heftig. Ich glaube, dafür gibt es richtig nette Angebote. Hoffe ich doch zumindest. Nice, das ist so geil. Ich meine, ich habe schon richtig viele Karten, aber ich in letzter Zeit, also in diesem Part und auch im letzten Part, bin ich an sehr viele Karten rangekommen, die ich noch gar nicht hatte. Das finde ich so geil. Auch eine weitere Sternkarte. Thanatora. Reverse-Karte. Okay. Moterpel. Ja, ist okay. Okay, leg die Karten auf den Tisch. Oh. Molly Morba ist die Reverse. Und die Sternkarte ist... Oh, sehr schön. Serpiroyal. Ja, sehr gut. Schlitzender Schlag. Dieses Pokémon kann Schlitzender Schlag während deines nächsten Zuges nicht einsetzen. Ah, okay. So wie... Keine Ahnung. Wie... Gegenstoß oder Gigastoß. Da muss man ja auch immer eine Runde warten. Nicht Gegenstoß, sondern Gigastoß, richtig. Bin gerade nicht darauf gekommen. Altbernstein, Aerodactyl, okay. Da muss ich gerade an die erste Generation denken, Marmoria City. Yo, aber diese Karte habe ich schon, aber dennoch, ist egal. Ich habe sie einmal so und einmal gesperrt. Penexis, die Turbo-Karte. Sieht ein wenig aus wie Zoroark, ne? Aber geht schon klar.
Vielleicht ist das nur meine Einbildung. Knogger? Hm, sweet. Okay. Okay, nur noch diese Packungen und das war's dann, Leute. Okay, mal gucken, was für eine geile Karte wir erhalten werden. Also hier in dieser Serie gibt es EX-Karten, aber keine GX-Karten. Die gibt es ja erst seit der Sonne- und Mond-Serie. Sehr schön, okay. Die habe ich auch im Real Life. Diktri. So oft kommt diese Karte aus dieser Booster-Packung oder Arcani auch. Radikal und Porenta auch. Aber ist okay. Aha, Arcani. Aber Reverse. Yo, Dragoran EX. Sehr schön, sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. So. Das war es dann auch, die letzte Packung. Mal gucken, was wir erwischen werden. Bibor. Stimmt, Bibor habe ich vergessen. Tut mir leid, Bibor. Gut, dass du dich gezeigt hast. Ich habe total vergessen, dich zu erwähnen, dass du auch des Öfteren auftauchst. Aus diesen Booster-Packungen. Ja, okay, Leute. Hat doch Spaß gemacht. Wir haben echt coole Karten gezogen, ne? Also, ich kann nicht meckern, ehrlich gesagt. Nö. Ja, ansonsten... Okay, das war's. Ja gut. Noch einmal ein Tipp von mir, wenn ihr mal gerne Karten tauschen wollt oder Boosterpackungen erhalten wollt. Ich mache das immer so, ich gehe in öffentliche Angebote rein. Dann schreibe ich zum Beispiel oder beziehungsweise klicke hier auf Boosterpacks. Und ich bin ja gerade derjenige, der erhalten möchte, weil ich gerade am Suchen bin. Dann setze ich hier einen Haken ein, übernehme das und dann zeigt mir das Spiel, was gerade so angeboten wird. Zum Beispiel dieser Kollege oder diese Kollegin sagt, ich gebe dir eine Boosterpackung Sonne und Mond aufziehender Sturmröte, dafür musst du mir aber deine Amigento GX-Karte geben, ne? Und ja, so kann man das halt machen. Hier ist zum Beispiel XY Schicksalsschmiede wieder. Jemand möchte einen Moskito dafür haben. So sieht das dann aus. Plus 1 bekommst du und minus 1, das geht weg von dir. Ja, kennt ihr ein wenig von Chemie, ne? Mit Elektronen abgeben und aufnehmen. Okay, Leute, dann würde ich mal sagen, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt bei diesem Part. Ich habe auf jeden Fall Spaß gehabt. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Macht es gut und tschüssi, Leute.